Hey Leute und willkommen zu einem Video auf meinem zweiten Kanal. Und heute ist der erste Teil, oder ja, erste Teil kann man schon sagen, unseres großen Experiments, ums ins Jahr 2550 zu kommen mit dem Fußballmanager. Hier ist mein Manager-Kollege, hat mittlerweile 1 Million Schulden. Kann man gerade bei seiner Familie gucken, okay. Interessant ist jetzt aber nicht das Ziel, sondern wir wollen uns heute mal angucken, wie die Ligen im Jahr, ich glaube jetzt müsste das Jahr 2039 sein, wie sie da aussehen, da hat sich nämlich einiges verändert. Wir beginnen in Argentinien und das hier scheint die zweite Liga zu sein, nämlich ist in Argentinien, denke ich mal, das Problem gewesen, dass Argentinien 30 Mannschaften hat. Deswegen haben die es so gemacht, dass es zwei erste Ligen gibt, weil man, glaube ich, nur bis zu 24 Teams pro Liga machen kann. Wir machen weiter in Australien. Das ist ein bisschen leichter vielleicht. Und ich glaube, da hat es einfach ein bisschen dominiert. Aber ich glaube, Adelaide United scheint zu gewinnen. Liga diesmal. Brisbane Roar. Ja, die sind fast durchgehend Zweiter gefühlt. Western Sydney Wanderers, bester Rang 3, aber man sieht hier auch nicht mehr alles, also ihm tut das, ja, dann steht ja hier an der Seite das Jahr 2016 und ja, Quatsch, dann steht es, das ist das erste eingetragene, wo der Verein in der Liga, welcher Platz der Verein in der Liga gewonnen ist, dann steht er unten 2016 und mittlerweile ist das nicht mehr zu sehen. Ich gehe nochmal kurz durch. Oh, hat mal Melbourne City, die haben mal gewonnen und dann 16 Jahre später nochmal. Und ja, die hat noch nie gewonnen, die auch nicht. Und jetzt, ja, hier kommen wir jetzt auch mittlerweile. Das ist ganz interessant, das ist nämlich ein häufiges Phänomen, nämlich dass Vereine absteigen aus der niedrigsten Liga und dann wiederkommen und dann komplett ausrasten. Und ja, man sieht ja auch schon, der ist seit dem Jahr 2026 bei den Vereinen und beendet hier auch schon seine Karriere. Da muss man jetzt nicht sagen. Der ist seit 2020 im Verein und der beendet noch nicht mal seine Karriere und hat nie gespielt. Der Arme. Und dieser Canberra Cosmos FC. Und ja. Belgien ist auch so ein bisschen verbuggt, da weiß ich aber nicht warum. Weil ich muss halt gucken, wenn das hier. Oder war das in irgendeinem anderen Land? Ich muss halt gucken. Mir fällt gerade nämlich auf, der erste Anderlecht ist hier in der Lücken da. Und was. Ist gerade. Okay. Also. Hier wurden sie Erster. Dann sind sie gar nicht mehr da. Ich habe eine Vermutung, nämlich, dass die insolvent geworden sind. Dann kommen die hier wieder, steigen da direkt auf. Und sind dann wieder weg. Kommen dann wieder zweite Liga, erste Liga und dann wieder erste Liga und jetzt wieder dritte Liga. Hä? Also, irgendwas stimmt nicht. Ist hier noch ein anderer Verein, den dieses traurige Schicksal verfolgt? Lol. Hier, der Verein auch. Hier auch. Hier auch. Hä? Das ist ja mal ein sehr seltsamer Bug. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hier ist ganz interessant. Ist dann Chabuquense noch da? Ja. Die hatten ja mal einen Flugzeugabsturz. Und sind eine Zeit lang zwischen erster und zweiter Liga gependelt und irgendwann wieder Erstliga. 2014er Logo. Können wir uns ja mal kurz angucken. Ich denke mal, das Video könnte auch ein bisschen länger werden, weil ich euch ja wirklich alles zeigen möchte. Geld schalte ich ja sowieso nicht, also ist das auch nicht mein Ziel. Das hier ist ganz interessant. Ich kann ja mal kurz gucken. Hier ist ganz interessant. Die sind einmal abgestiegen. Das schien ein Betriebsunfall gewesen zu sein, wie vielleicht vor ein paar Jahren in Frankfurt oder beim VfB Stuttgart, dass sie mal so abgestiegen sind. Und dann sind sie irgendwie Meister mal gewesen, dann oftmals Zweiter die letzten Jahre und jetzt sieht es aus, jetzt werden sie wieder Zweiter. Und ja, hier sind irgendwie 4 Vereine, die sind relativ gut. Dieser Verein ist das nicht gerade.
Und hier ist einer, die waren aber mal Meister. Aber sie scheinen jetzt wieder zurückzufallen. Bei denen gab es wohl auch einen Betriebsunfall mit der zweiten Liga. Das ist immer so, denke ich mal, wenn sie vielleicht so ein Jahr zweite Liga gespielt haben. Ja, Sao Paulo, die sind doch eigentlich auch relativ gut. Und der FC Santos. Moment mal, hier ist auch noch ein guter Verein. Die stürzen aber auch gerade so ein bisschen ab. Der FC Santos. Hier, schaut euch an, die sind ja ganz schön abgestürzt. Mein Beileid, falls hier wer FC Santos Fan ist. Und ja, China. Und das habe ich nämlich schon gesehen. Ich weiß nicht, wie viel... Guckt euch das an. Was ist das? Die sind in, ich glaube, 19 Jahren 18 Mal Meister geworden. Und sind seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Die werden jetzt scheinbar das 14. Mal in Folge Meister. Schaut euch das an. Was ist das? Ja, oh, die sind einmal Meister geworden. Unglaublich. Und die sind 5 Jahre hintereinander Zweiter. Das ist ja fast noch kurioser als, keine Ahnung, wie oft man Meister hintereinander. Dann sind hier noch Vereine wie hier bei China Fortune. Die habe ich, die hat man irgendwie mal vom Namen gehört. Shanghai SCPG, ich glaube, die waren auch mal Zweitliga, kann das sein? Nein. Habe ich die jetzt verwechselt. Was wahrscheinlich hier bei China Fortune. Wuhan Zhal. Ach nee, Tian Kuanzhang. Das ist, glaube ich, der Verein. Wollte der nicht, haben die nicht Modest gekauft und es wurden Aubameyang. Auf jeden Fall, hier sind sie ziemlich scheiße. Das kann man, denke ich mal, sagen. Hier geht es ja sogar bis in die dritte Liga, aber das ist egal. Und ja, mir fällt gerade auf, die haben nur 3 Startplätze für die Champions League. Interessant. Und der HSV. Und wir sehen ja schon Lokomotive Leipzig. Wir gucken uns das jetzt erstmal an. Wenn wir Bayern München, nichts Besonderes. Einmal Siebter, aber deren Dominanz. Hier hatten sie noch eine Dominanz. Scheinbar vorbei. Wie sieht es mit Dortmund aus? Okay, Dortmund ist jetzt das beste Team der Liga. Ja, Hamburg. Auch zweimal Meister. Ist Leverkusen mal Meister geworden, ist die Frage. LOL. RB Leipzig ist, glaube ich, nie Meister geworden, kann das sein? Nein, sie sind nie Meister geworden. Sie waren immer gut, aber nie Meister. Stuttgart auch. Fast das gleiche. Ja, Wolfsburg war ja mal Meister. Ich muss kurz niesen. Oder auch nicht. Oder doch, keine Ahnung. Werder Bremen, naja, so Mittelmaß. Schalke war mal Zweiter 2019 und ist mittlerweile noch, naja, Europa League, vielleicht eher Mittelmaß. Hoffenheim, interessant, die waren auch mal Vierter. Also auch wie jetzt, sind aber in den letzten Jahren abgestürzt. Bayer Leverkusen, naja, gleiches Schicksal wie Schalke. Nürnberg, die sind aufgestiegen, sogar relativ früh und sind jetzt seit 19 Jahren erste Bundesliga. Kräuter Fürth ist, ich komme da gerade durcheinander. Düsseldorf war ja damals mit Frankfurt und Fürth aufgestiegen. Ich glaube, das war die erste Saison, die ich. Das war die zweite Saison, die ich so wirklich verfolgt habe. Ich dachte gerade, das wäre dieser Sam Schreck oder. Gibt es nicht so einen, der so heißt? Ich dachte jetzt, der wäre noch original. Aber scheinbar gibt es hier keinen Originalspieler mehr. Und jetzt kommen wir jetzt zu den seltsameren Vereinen, Lokomotive Leipzig. Und ihr seht, das ist nämlich oftmals so, dass die Vereine richtig durchschießen und dann plötzlich alle Ligen durchgehen. Und dann in der ersten Liga meistens halt so schwach sind. Aber die anderen Ligen dominieren meistens. Interessant, Braunschweig und Hannover sind aufgestiegen. Das sind ja normalerweise 2 Rivalitäten, Vereine, bla bla bla. Hier wird es interessant, 2. Liga. Ich bin gespannt. Okay. Die deutsche Bundesliga hat anscheinend 2 Düsseldorfer Vereine. Hier ist da das Phänomen nicht, wo die so explodiert sind. Aber ich denke mal, der ein oder andere Verein, bei dem könnte das sein. Und
ja, ihr seht's. 4.12. und dann plötzlich explodieren sie. Aber zum Beispiel in der Vorsaison, in der zweiten Saison, nachdem sie abgestiegen sind. Wo sind die denn durchgeht? Also irgendwann explodieren die Pfeile. Kela FV. Ist da irgendwas passiert? Nee, das sieht relativ normal aus. Dann war es vielleicht nur Zufall, dass in meinem alten Speicherstand das mal so war. Die dritte Liga. Wiedenbrück. Ja. Könnte sich jetzt wer angesprochen fühlen. Ich glaube, ich kann den Namen nicht aussprechen. Auf jeden Fall gibt es einen YouTuber, den ich gucke, der hat eine Karriere mit Wiedenbrück, ist da schon zweite Liga. Aber dieser Verein ist komplett ohne Hilfe in die dritte Liga aufgestiegen. Das könnte ja auch so eine Art Prediction sein, weil das ja auch ein bisschen realistisch ist. Weil, ja, Blau-Weiß-Born-Reihe, mit denen mache ich momentan auch so einen selber Karrieremodus. Allerdings habe ich da auch gerade eine veränderte Datenbank, sodass es nur 5 Stelltrends sind. Ich mache ja gerne mal solche Spaß-Karrieremodi. Wir haben hier Dynamo Dresden, zweite Liga damals noch, mittlerweile zwischen eigentlich dritte Liga Mittelmaß, 3x6. Platz, mittlerweile vierter. Das sind zwei Vereine, die scheinbar aus Bayern sind. Die haben ja so ein ähnliches Logo wie Bayern München, nämlich einmal hier Gistemünde und da hinten ist Bayern Alzenau. Ich dachte übrigens, Fun Fact, ich dachte früher, dass Bayern Alzenau bei Uerdingen ist, weil, ja. Es gab ja früher mal zwei Bayer-Vereine und da habe ich immer bei Bayern Alzenau, Bayer Alzenau gelesen, weil ich nicht genau wusste, wie der zweite Verein hieß. Und ja. Hier haben wir den SV Pullach. Die waren auch für zweite Liga und sind plötzlich abgestürzt. Den Wuppertal SV. VfB Oldenburg. Das könnte auch wieder so ein Verein sein. Die werden jetzt langsam sinken und irgendwann in der Versenkungslosigkeit versinken oder so. Was mir halt auffällt, wir können ja gleich mal die Bundesliga-Vereine durchgehen. Mir fällt gerade auf, wie lange ist eigentlich schon die Aufnahme? Kann sein, dass ich das cutten muss. Ich glaube, ich stoppe die Aufnahme gerade mal.